Hallo und willkommen zurück zu Drakensang. Es geht weiter im Pilzgarten und wir werden auch gleich wieder angegriffen von Trollkröten. Die sind nicht so das Problem. Das war auch nur noch eine. Da gibt es noch einen Pilz. Wir brauchen wahrscheinlich nur einen, den hatten wir ja auch schon gefunden. Aber ich nehme den jetzt auch noch mit, warum nicht? Und dann sehe ich da doch schon einen Skorpion. Und der hat seine Trollkrötenfreunde mitgebracht. Das finde ich aber nicht so nett. Ei, Trollchen! Ark wartet. Aufgepasst! Bei Angrosch war. Todesstoß möchte ich auch mal ausprobieren. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr konzentrieren auf einen Gegner. Der Bär ist tot. Ja. Ich versuche mein Bestes. Für Ardo. Hey, ja. Der arme Bär. Wir beschwören gleich einen neuen. Und entledigen die Skorpione noch ihrer Stachel. So, da müssen wir noch ein kleines Stück erkunden. Das waren wohl noch nicht alle Skorpione. Mein Atem geht ruhig. Mandaya Ioai Banda. So. Da ist er wieder. Schade, dass man seine Tiere nicht benennen kann. Das ist jetzt Bruno der Bär. Ich glaube, es gibt sogar einen Bruno. Hieß nicht einer der Bären in Ferdok? Ich weiß nicht. Krötenschemel will ich nicht. Dann mal hier kurz reingucken. Und da haben wir doch unseren nächsten Gegner. Ich sehe ihn noch nicht. Da versteckst du dich. Ach, das Doppelbild habe ich auch mal wieder unterschlagen. Ich vergesse immer die Hälfte der Zauber einzusetzen. Aber es ist ja auch nicht so, als hätten wir hier irgendein Problem gegen diese Dinger. Läuft doch wie im Schnürchen. Kann ich den Bären heilen? Sehr schön. Oh. Da bin ich gerade noch rechtzeitig stehen geblieben. Das bin ich.
Damit können sie jetzt aber ganz viel Gegengift brauen bei dem Zeug, das ich hier einsammle. Gerade mal. Das war irgendwas mit Krötenpfuhl. Das ist die Pilzhöhle. Es gibt bestimmt dann doch noch so ein Eckchen, wo noch die restlichen Skorpione sind. Klar. Nicht reinlaufen. Der Bär stürzt schon mal voran. Und ist gleich tot. Toll. Hat er super gemacht. Lass das mal vor Grimm machen. Alles klar. Vorrat, ja. Schön machst du das, Gwendala. So Bogenschützen zugucken ist eigentlich ganz nett. Man hat das Gefühl, der Kampf ist ganz ruhig und gelassen. Und währenddessen stirbt man die Gladys. Nein, nicht ganz. Das kriegen wir noch hin. So, die Kisten hier nicht vergessen. Obwohl hier auch wieder nur Zeug zum für Alchemie drin ist, was ich dann wieder nicht benutze. Nehme ich es halt mal mit. So. Wo verstecken sich die restlichen Skorpione? Das sind Spinnen. Die muss es auch überall geben. Das bin ich. Vorne, kleines Marktspinne. Ich sehe sie. So, das hat jetzt irgendwie was schwere Wundbrandgift verursacht. Das hat sie nicht geschafft. Deception. Aber das ist auch kein Problem. Das heilen wir und dann gehen wir weiter. Ei, folgt mir. Und da ist jetzt Quendala reingelaufen, auch gut. Vielleicht sollte ich doch die Gladys wirklich vorschicken. Naja.
Das bin ich. Zeritus. Zeritus. Astus. Was haben wir da für eine Abzweigung? Ja, dann gehe ich erstmal da rein. So, machen wir doch mal einen Kugelblitz. Und den Donnerkeil, den hatten wir auch schon wieder eine Weile nicht. Bei Angriffsspann. Alles klar. Vorrat. Für Ardo. Die Quest der Schädlingsbekämpfung wurde aktualisiert. Damit sind wohl alle Skorpione getötet worden. Jetzt muss ich nur noch Grimbolosch Bescheid geben, dass sein Problem mit den Skorpionen gelöst ist. Schön, damit ist unsere Aufgaben hier unten erledigt. Aber eine Spinne gibt es hier auf jeden Fall noch. Die hatte ich doch gesehen. Ja, so viel zu einer. Fackel die mal an, Klattes. Du hast eigentlich auch einen Donnerkeil. Machen wir doch das. Lass das mal vor, Grimmer. So schnell kann das gehen. Ja, jetzt bin ich reingedappt. So, lieber Zwerg. Na nur, was treibt ihr euch noch hier herum? Bringt schnell den Pilz zu Lugos. Ich will erstmal eine Belohnung. Wegen des Ungeziefers. Ja, es scheint fort. Kein Nagen mehr, kein Krauchen. Ihr habt das Ungeziefer besiegt. Wunderbar. Das Gift dieser Biester lässt sich übrigens wunderbar verwenden. Hier, nehmt. Danke sehr, gehabt euch wohl, Grimbolosch. Damit ist diese Queste geschlossen und wir haben Gift bekommen. 18 Drachenspeichelfallen. Das ist ja lustig. Gebe ich gerade mal der Klattes. Fallen benutze ich halt irgendwie nie. Ich laufe selbst in welche rein, aber benutzen tue ich halt keine. Folgt mir. Vielleicht kommt es irgendwann mal zum Einsatz. Ich werde sie auf jeden Fall behalten. Jetzt sind wir wieder aus dem Kampfgebiet draußen, das heißt, ich darf mich wieder umziehen. Ja.
diese hässlichen goldenen Sachen ablegen. Dann eilen wir jetzt zum Lugosch und bringen ihm die Pilze. Damit kann er ganz Morolosch heilen, wenn er will. Achso, erstmal kurz speichern. Und da ich vermute, dass vielleicht wahrscheinlich jetzt auch eine Cutscene oder sowas kommt, werde ich damit beim nächsten Mal weitermachen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.